Hier ist das fünfte deutsche Fernsehen mit dem Tagesschauer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Meldung. Jetzt reicht es aber. Chinesen wollen den Mond besetzen. Das ist der bisher größte Ballon, den China über den USA fliegen lässt. Was soll das? Natürlich wird Joe Biden den Mond abknallen. Themen der Zeitgeschichte beleuchtet Gordon Brettsteiger von der Uschi Glas Privatuniversität in Uelzen. Rauchte Willy Brandt mit Günter Grass? In Nordrhein-Westfalen sollen jetzt 10.000 Polizisten in einer Fortbildung lernen, wie man angeklebte Klimaaktivisten am besten von der Straße löst. Da bekommt das Wort Haftentlassung eine völlig neue Bedeutung. Eine Methode ist zum Beispiel, die Wasserwerfer mit Waschbenzin zu füllen. Das ist allerdings leicht entflammbar. Eine Zigarette angezündet und schon brennt allen das Problem unter den Nägeln. Die FDP ist leider untergegangen. Damit die FDP auf jeden Fall bei den nächsten Landtagswahlen in den Hochrechnungen auftaucht, will sie sich umbenennen in Sonstige. Unsere Investigativschwester Hanna Siebmann steht auf interessante Politiker. Ja, ich habe hier gerade mit dem Kanzleramtsminister gesprochen. Toller Typ. Den Namen kennt kein Mensch. Wolfgang Schmidt. Ohne Scheiß, der ist wirklich so. Der Mann hat eine Mission. Er muss auf Olaf Scholz aufpassen. Und wer Olaf Scholz kennt, weiß, das ist nicht so einfach. Der Kleine will immer ins Bällebad. Und wie soll man jetzt jemanden, der aussieht wie ein Monchichi ohne Haare, im Bällebad wiederfinden? Ganz einfach. Man springt selbst hinein, das macht einen großen Wumms. Und dann holt man den kleinen Olaf da raus. Und dann guckt er so schlumpfig. Und dann grinst er so. Das ist so niedlich. Ja. 10 Jahre AfD, das ist erstaunlich. Eine der führenden Köpfinnen der AfD ist Alice Weidel. Sie lebt in einer Liaison mit einer Asiatin in der Schweiz. Alice Weidel hat ihre Alternative für Deutschland schon gefunden. Mehr zur AfD von unserem Experten für mentale Gesundheit, C. Heiland. Die AfD geht Falafel essen. Voll gefressen, Demo vergessen. Das war das Wetter mit Otto. Bleiben Sie übrig.